Hallo und willkommen zur 25. Folge von Mittelerde Mordors Schatten. Diese Folge werden wir, wie versprochen, mit der Hauptquest weitermachen. In der letzten Folge haben wir ein paar Nebenquests gemacht und haben uns hier ein bisschen umgeschaut. Ein bisschen Erfahrung gesammelt, ja, das Übliche halt, was man so macht. Hier sind ziemlich viele Generäle oder, Leute von höherem Rang, die irgendetwas mit Ghulen zu tun haben. Entdecke das Wissen Königin Marwens über die Macht des Geistes. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier. Danke. Ich hab den Mithrilhammer. Können eure Flammen mir nun zeigen, was meiner Seele den Tod verwehrt? Du bist das Opfer eines Blutrituals. Kann der Fluch gebrochen werden? Zerstöre die Schwarze Hand und sein Gefolge und ergreife Mordor. Die Männer Gondors werden mir nicht helfen. Du brauchst sie nicht. Deine Macht verschafft dir Anhänger, ob willens oder nicht. Eine Ork-Armee. Wie? Was muss ich dafür tun? Deine Antwort wartet in der Festung, doch was du suchst, wird nicht mehr lange dort verweilen. Marwen hielt uns zur Eile an. Die Zukunft muss fortbestehen. So, eine Armee aus Orks. Das klingt doch mal geil. Die Schmieden arbeiten seit ein paar Tagen ohne Unterlass. Sie lassen mir ein Bein übrig. Hoffentlich ein Nachtkämpfer. Habt ihr das gehört? Wir haben ein Problem da unten. Oh, da kommt eine Ork-Patrouille. Das sind Menschen. Sie haben keinen Wert für uns. Nur das, was sie tragen. Ich werde sie dennoch befreien. Du lässt dich von deinen Gefühlen blenden. Ebenso wie du. Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Brandmarken? Ach, schön. Sollte ich ihr Inneres nach außen drehen? Unter 3 Minuten. Tötet mich! Folge meinem Willen. Zu euren Diensten, Herr! Du wurdest geschaffen, um dich zu unterwerfen. Gondoraner sind unsere Invasoren! Blick in das Licht meines Auges. Blick in die blauen Flammen, die dich retten werden. Los, wir holen sie uns zurück.
wird deinen sterblichen Willen durchdringen. Scheiße, ich hab den... Lass dich von silbernen Händen getötet. Geleiten. Ja, ich hab genug davon. Der Mörder ist doch schon längst über alle Berge. Wenn sie mich... Blick in die Flamme und lass dich zu deiner Erlösung leiten. Es muss geil sein, wenn man den Schatten sieht. Ich bin bereit für den Tod. Scheiße! Mann! Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee Ich merke, dass ich kurz vorm Rage-Quit stehe. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Ich merke schon gerade wirklich wieder, wie die Wut hochkommt. Ist nicht gut, so eine Mission zu machen, wenn man wütend ist. Das Zeitalter der Menschen ist vorüber! Gelobt sei Marvin, Königin des Meeres! Sie wird uns recht! Das Zeitalter der Orks hat niemals begonnen. Begrüße das Licht. Der Blutsee, der ist heute an den richtigen Ort gekommen! Möge die silberne Hand dich leiten. Vielleicht habe ich nur schlechten Rat getroffen. Silberne Hand. Die blaue Flamme tilgt. Das war der, der uns eben versaut. Und führt dich ins Licht. Berauben uns unserer Länder, Doktor. Los, wir holen ihr zurück und nehmen ihre Leben. Hoffentlich tut's weh. Verlasse den Pfad der Finsternis und folge deinem hellen Herrscher. Der Hals, der Kopf, der Bauch. In Fäulnis wurdest du geboren. Wende dich nun dem Licht hin. Du dienst dem leuchtenden Herrn. Und jetzt eliminiert sie alle. Ich schätze, der Mörder ist weg. Bam! Tritt in die Fresse. Meine Armee. Schickt die Frau von der Küste dich, um uns zu helfen? Die Königin riet uns dazu, die Schlacht abzuwarten. Dann haben uns die Aussagen... Sagt ihr doch, ihre Visionen werden immer wahr. Ja, aber ich hab gesagt, dass... Ihr habt etwas für mich? Königin Marvin ließ uns danach suchen. Oha. Thank you.
dunkle Herrscher höchst selbst. Oh, verdammt, es war einer von meinen. Sorry. Na, komm mal her. Du siehst aus wie ein... Ich habe einen geopfert, das heißt, ich brauche einen neuen in meiner Armee. Da passt du wunderbar. Diese Uruks zu töten ist schon schwer genug. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Das ist cool. Das ist echt cool. Unter den Dienern des dunklen Herrschers verbreitete sich Argwohn und Furcht. Es bedurfte stets raffinierter Methoden, um Verrat zu sehen und seine Feinde zu vernichten. Dann schauen wir mal. Aber mir fällt gerade ein, können wir noch was... Upsa. Können wir noch was kaufen? 800? Nein, leider nicht. Kein Gewicht wird verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Die Schlafen machen sich schon in die Hose. Ich mag das auch nicht. Was glaubst du? Was ja! Keine Ahnung, wen kümmert's? Was auch immer es ist, wir töten es, wenn wir es sehen. Ah. Kaum eine Orks in der Festung zu haben, ist glaube ich nicht verkehrt. Die Leichen waren so verbrannt, dass man sie nicht einmal mehr essen konnte. Nein, wirklich. Wir sollten lieber da draußen sein. Kruger hat seltsame Spuren entdeckt. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Was auch immer auf uns zukommt, wir werden bereit sein. Kruger ist doch halb blind. Seine Spuren waren doch bestimmt nur eine Spinnenkolonne. Der Höhlensohn sagte mir, sein Karagor sei zahm. Der Höhlensohn lügt. Ein Karagor kann man nicht sein. Käfigfassen sehen, ich gefragt, was du da tust. Diese Bestie hätte mir fast den Arm aus. Bin froh, dass wir den Hauptmann los sind. Ganz ruhig. Wir machen das cool. Sonst wäre er wohl kaum von einem Karagor gefressen worden. Jäger wissen, wie man's macht. Habe ich da gerade etwas gehört? Ich frage mich, ob ich von hier aus auch Brandmalen kann. Ich schätze, der Mörder ist gesehen.
Komm mal her. Einer mehr von euch schadet nicht. Lieber würde ich mich selbst enthaupten, als so etwas geschehen zu lassen. Den Uruk habe ich eh gehasst. So. Haben wir das auch geschafft? Der Hauptmann will, dass wir die Ursache dieser seltsamen Geräusche finden. Der Hauptmann hat knallhart gekämpft und der Grabwandler soll ihn... Bring das Licht! Was war das? Cool. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einfach einen Cut. Machen wir mal eine kurze Folge. Muss ja auch mal sein. Dafür gibt es die nächste Folge wieder eine Hauptmission. Und vielleicht ein paar neue Fertigkeiten. Mir egal, was ihn getötet hat, ist nicht mein Problem. Okay, Leute, wir sehen uns.